Deshalb wird die Bundesregierung im Februar ein Rentenpaket 2 vorlegen, mit dem wir dauerhaft das Rentenniveau in Deutschland sichern. Das ist deshalb wichtig, damit sich alle Generationen auf das System der Alterssicherung in Deutschland verlassen können. Nicht nur die 22 Millionen Rentnerinnen und Rentner von heute, sondern die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute, die die zukünftigen Rentnerinnen und Rentner sind. Weil wenn wir nicht handeln, das Rentenniveau absinken wird. Wir wollen es dauerhaft stabilisieren. Das wird dieser Koalition gelungen. Und da bin ich dann auch mal ganz gespannt auf die Union. Denn ich nehme ja wahr, dass Sie nicht nur keine Änderungsanträge zum Haushalt stellen, sondern jeden Tag in wilden Äußerungen sich auch zum System der Alterssicherung äußern. Herr Lindemann ist derjenige, dem nur eins einfällt beim Thema Rente, nämlich Arbeit mit 67, 68, 69, 70. Das wäre für viele Menschen in Deutschland eine Rentenkürzung. Deshalb, wir sind für flexible Übergänge in Ruhestand. Aber es wird mit dieser Bundesregierung keine Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben, die Union sich wünscht. Das wäre der falsche Weg.